Genau 30 Jahre ist es her, seit Theodore Robert Bundy im Staatsgefängnis Floridas auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde. 30 Jahre, nach denen Ted Bundy noch immer als einer der berühmt-berüchtigsten Serienmörder gilt. Die unsere Welt je hervorbrachte. Die nun genau in einer Zeit enden, in der wir süchtiger nach True Crime sind denn je, nach wahren Verbrechensgeschichten à la Making a Murderer. Streaming-Gigant Netflix ließ sich ein solches Jubiläum nicht durch die Lappen gehen und nahm sich Ted Bundys Todestag zum Anlass, die bizarre Geschichte seiner Mordreihe neu zu erzählen. Die erstreckte sich über 4 Jahre hinweg, während derer er mindestens 30 Frauen vergewaltigte, tötete und teils selbst nach ihrem Tod noch wochenlang missbrauchte. Bis heute ist Bundys Vergangenheit nicht vollständig geklärt. In Form der Ted Bundy-Tapes, bisher unveröffentlichter Tonaufnahmen, soll in der Serie Ted Bundy, Selbstporträt eines Serienmörders, neues Licht auf seinen kranken Geist geworfen werden.